bin gerade, ja, komm. Gerade aufgewacht. Hallo, Olaf? Olaf, Breitenberg steht vor der Tür. Will mit dem Abi reden. Warum ist das? Keine Ahnung. Alles gut, wir brauchen Marcel nicht. Wir brauchen Marcel nicht. Alles gut. Gut, wenn es eskaliert, dann wisst ihr, was los ist. Ach, Olaf ist da. Guten Abend, Herr Schaf. Guten Abend. Es tut mir leid, dass ich hier heute so stehen muss. Eigentlich hatte ich vor, Ihrer Familie nur noch Gutes zu tun, aber irgendwie scheint der ein oder andere uns immer wieder angreifen zu wollen. Mhm. Und wer wäre das? Na, Ihr ruhigstes Kind, ein Heeres. Mhm. Anscheinend hatten wir heute einen Angriff in unser Anwesen. Da wurde auch ein Fahrzeug von euch im Wohnzimmer deponiert. Das haben wir schon gelöst. Und ein dann Fahrzeug im Wohnzimmer. Richtig. Neben unserem heiligen Kamin. Tschüss. Und anschließend gab es wohl einen weiteren Angriff vor ca. 30 Minuten, 40 Minuten, der natürlich auch gekonnt abgewehrt wurde. Ist da wieder meine Mimose oder was? Hallo, mein Schatz. Was geht? Ich bin nicht hier, um euch bloßzustellen. Ich meine das ernst. Ich möchte keinen Fitner stiften. Ich würde nur empfehlen, die Angriffe sein zu lassen. Yo, Olaf ist wieder am Start, Digga. Lass dich drücken, Bruder. Ja. Oh, oh yeah. Bester Mann, Digga. Endlich bist du wieder am Start. So, ihr Wichser, ihr stellt euch jetzt alle mal in eine vernünftige Reihe, Alter. Seid ihr zu doof dafür, oder was? Ihr habt ihn gehört, Digga. Was war denn los? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, warum diese Angriffe stattfinden. Aber die A-Teams berichten, dass sie angegriffen werden. Die Bloods berichten, dass sie von den OGs angegriffen werden. Das ist mir auch eigentlich allerlei. Aber jetzt werden wir auch angegriffen. Ey, Breitenberg, Digga, du bist so ein Genie, weißt du das? Habe ich dir schon mal gesagt, dass du ein richtiger Genie bist, Digga? Wissen Sie was? Ich glaube sogar dasselbe von Ihnen. Ich glaube, die meisten schätzen das. Sie sind das Genie, Digga. Sie sind das Genie. Sie haben mir alles gefickt, Digga. Sag ich so, wie es ist, Mann. Digga, die Leute unterschätzen dich, glaub mir. Die machen den größten Fehler, die unterschätzen dich. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ja, ja, natürlich weißt du nicht. Mit einem süßen So ein Schlawiner, Digga, wirklich. Also wenn du nicht hintenrum noch meine Mutter fickst, dann weiß ich auch nicht weiter. Sag ich dir so, wie es ist. Wollt ihr euch jetzt gegenseitig den Schwanz lutschen oder wollen wir über das Wesentliche reden? Ich sehe drüber hinweg, die Sache aufzublasen. Ich bin ein Mensch, ich schätze gesunde Rivalität. Dazu gehört auch, dass man nicht zuschlägt, wenn jemand am Boden liegt. Verstehen Sie das? Mhm. So, was passiert ist, ist passiert. Lasst es bitte in Zukunft sein. Oder wenn ihr es versucht, dann bitte etwas durchdacht. Okay, das Problem ist nur, Olaf weiß von gar nichts gerade Bescheid, Breitenberg. Deswegen würden wir ihn erstmal aufklären und vielleicht später mal das Gespräch mit ihm aufsuchen, ja, Breitenberg? Was hältst du davon? Gerne. Ja, ich stehe jederzeit für ein Gespräch. Weil Sie können so viel, wie Sie auch mit Olaf jetzt reden werden, werden Sie... Ich sehe da hinten einfach nur einen großen Zug fahren, der die ganze Zeit... Genau, Digga. Weil ich überhaupt nicht verstehe, weil ich vor einer Minute aufgewacht bin. Genau. Ach so, Verzeihung. Okay, dann rufen Sie mich an, sobald Sie das Gespräch vorstellen. Ich werde mich doch nicht hier vor Sie stellen mit scheiß Zivi-Klamotten. Sehr aus wie ein Vogel. Mm. Ich brauche meine stylische Dreiviertelhose, damit mich die Leute hier ernst nehmen. Bis dann, mein Süßer. Mach's gut, Schatzi. Oh ja, komm, wackel mit dem Arsch, ey. Komm. Hey, hören Sie auf. Lassen Sie das. Du guckst doch auch. Ich hab's doch ganz genau gesehen, dass du auch guckst. Ich gehöre zu seiner Familie. Also wenn es in der Familie ist, ist es besser? Ich weiß immer gar nicht, was los ist, Digga. Was würdest du uns denn alles mitbringen? Wie sieht denn Olaf Scharf? Momentan gar nichts. Was ist das? Die Piste wurde mir abgenommen. Willst du eins aufs Maul haben, oder was? Ich könnte ein bisschen Money mitbringen, aber das war's. Nee, ich so an Talenten oder mehr gesagt an... Du hast gesagt? Verstehst du, was ich meine? Nicht an Materialien, also, Digga. Ja, eine kleine Schießkunst, jetzt nicht so extrem gut, aber ich denke mal, das reicht. Mhm. Dann würde ich noch was von dem Dritten hören, ja? Von dem Ich bin Karl Rasur. Ich habe öfter schon was mit, also ich kenne Freddy ziemlich gut. Wir sind zusammen eingereist, habe mit dem schon ein paar Sachen gemacht. Habe euch schon ein paar Mal Waffen vorbeigebracht. Und meine Stärken würde ich sagen, diszipliniert, sehr guter Heli-Pilot, ganz gut im Schießen und bin eigentlich ein ruhiger Typ, aber wenn es drauf ankommt, bin ich für euch da. Okay. Jungs, ich glaube, wir haben genug gehört von den dreien und ich würde sagen, wir stimmen einfach mal ab, oder? Ja. Wir fangen mal mit dem da ganz links an. Olaf, du warst, glaube ich, nicht dabei. Nein. Okay, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Stell dich schon mal hinter uns. Dankeschön. Wunderbar. Ich bin der Jason. Warum ich mich hier beworben habe, Marcel hat mich einfach mitgenommen vom Würfelpark, aber ich hätte auf jeden Fall Bock auf die ganze Sache hier und Marcel sieht auf jeden Fall Potenzial in mir und ja, ich bringe ein paar Schießkünste mit. In anderen Staaten habe ich da schon ein bisschen was erlebt. Ja. Man kann sich auf jeden Fall kennenlernen und ihr seid alle chillig drauf. Chillig drauf. Jawohl. Bis jetzt. Sehr chillig, ne? Sehr chillig, Digga. So, die Frage für dich. 11x11. 122. Ach, Digga, die sind alle so dumm. Digga, wie ist 11x11 122? Erklär mir das mal. Wie viel ist es denn? Ich weiß es nicht mal. 100? Ich weiß es auch nicht. 11x11 sind 121. Ach so. Ich glaub, 1 oder so. 101. Er hat ihm einfach nur nachgesprochen, glaube ich, Stefan. Ja. So, dann machen wir 10 Liegestützen sofort. Oh.
Boah, das sind auf jeden Fall krasse Liegestütze hier. Boah, die sind gut. Oh, da gab's nichts hier, da. Ich hab alles gesehen, Digga. Englisch. Kann keine Liegestütze noch nicht rechnen. Willkommen im Team. Was für den anderen. Und wer ist der andere? Ich bin der Karl Rasur. Karl Rasur. Karl Rasur, genau. Mhm. Bin vor 2 Monaten mit dem Freddy, eingereist. Mhm. Hab ein bisschen was für mich selber erstmal gemacht und hab vor ein paar Tagen mit Freddy öfter was unternommen und hab euch auch schon ein paar Waffenlieferungen gebracht. Von mir selber bin ich ruhig, diszipliniert, auf mich ist eigentlich Verlass. Ganz und kurz, bin ziemlich gut. Du bist der Freddy die Waffen immer organisiert hat? Genau. Ich hab mal an euch beide eine Frage, ihr Arschlöcher. Ihr stellt euch bei uns vor und kommt hier rein mit Vollmaskierung. Ich weiß nicht mal, wie ihr aussieht und ihr wollt euch hier vorstellen. Mhm, sehr respektvoll, fühle ich. Bruder, und die Piloten? Okay, also okay. Ganz ehrlich. Ich hab wirklich Karl Rasur. Bruder, jetzt weiß ich Karl Rasur, Bruder. Also, Digga. Hallo, Kajura. Ich glaube, die sollten die Masken wieder aufsetzen. Das wäre sogar nicht besser. Nee. Der hat wenigstens Burger mal Chance in der Runde nicht der Hässlichste zu sein. Oha, Junge, das ging aber nicht gut. Okay, erzähl weiter. Ja, ich bin gut im Schießen und ein sehr guter Helipilot, falls ihr noch einen braucht. Mhm. Mach du mal 10 Liegestützen. Guck mal, Isco, ob er die auch sauber macht. Ey, ganz gut zu Karl Rasur. Ich will es ihm schwerer machen. Isco, zu Karl Rasur musst du noch eine Sache. Ganz gerne schwerer machen. Jetzt mache ich nochmal 5 mit einem. Komm, schaffst du es? Isco, stell dich wieder zurück. Was? Zu Karl Rasur musst du noch die Sache sagen vorhin. Welche Sache nochmal? Dass sein Name erwähnt wurde bei Kali. Was hast du mit Kali zu tun, Karl? Ja, das hat er schon erklärt. Ich kann nochmal gerne erklären. Erklär das mit den Drogenlooten, ey. Er soll es nochmal sagen, was da war mit Freddy. Ich war gestern mit Freddy auf Koksroute unterwegs gewesen. Irgendwann früh morgens schon um 12 oder 11 oder sowas. Dann kam der Looper, oder wie der heißt, von Atesh und meinte, wir können ruhig da drauf bleiben, gar kein Problem. Und ich weiß nicht, 3 Stunden später waren wir nochmal vor Route und Freddy hat irgendwie einen Call von euch bekommen durch den Funk, wollte direkt losfliegen und ist mit dem Heli abgestürzt, 200 Meter. Weiter. Die Geschichte ist mir schon bekannt, ja. Ihr habt Medic gerufen und genau wo der Medic-Helikopter kam, kam Kali-Helikopter auch und hat mich ein bisschen so ausgequetscht, was ich dann mache. Und dass denen ja angeblich die Routen gehören und ich habe halt gesagt, und von Artisch wurde das erlaubt und Freddy hatte eigentlich kein Problem damit mehr und die meinten halt, denen gehört die Route. Wir sollen jetzt, also ihr OGs, sollten da erstmal nicht drauf, hat er zu mir gesagt. Mhm. Frage nochmal für dich. Und dann hat er, ja bitte. 12x12. 12x12, Ja, scheiß drauf, Digga, also wirklich. Das, warum dauert das immer so lange? 144. Burger, allein dafür würde ich dich gerne blattouten. Ich wusste gar nicht, dass Marcel Mathematiker ist, oder? Jo, Digga, da siehst du mal. Also sind die Audis so. Jo, ich würde dann vorschlagen, wir stimmen ab, oder? Wer ist für Karl Rasur? Hände hoch, das sind 7. Der linke oder der rechte? Der rechte, Karl Rasur. Ach so, ja. Der in komplett schwarz. Okay, Mehrheit. Mehrheit, stell dich nach hinten und setz wieder die scheiß Maske auf. Wer ist für Jason? Ja, moin, ich bin alleine, Digga. Also ich halt immer zu dir, Marcel. Aber reicht trotzdem nicht. Reicht leider nicht. Ich habe ihn gebracht und ich würde mich gerne drum kümmern, Olaf, Digga. Aber ich bin gerade noch kampfunfähig und würde dich bitten, dass du das erledigst, ja? Oh, jetzt geht's, Alas. So, ja. Ich würde mal sagen, ich stelle die 2 einmal kurz ein, ja? Nee, die können sich direkt bewährt machen. Ihr beide, was können die? Ihr bewährt machen. Ihr beide bringt ihn direkt nach oben an die Straße und wartet, bis der Medic da ist. Ach so, natürlich. So, es wird sich ja in nächster Zeit was ändern. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Marcel. Wir haben hier gestern eine wichtige Besprechung gehabt. Wir waren uns alle einig, dass wir mehr Struktur brauchen. Gerade wenn es bei solchen Gesprächen ist oder wenn wir bei anderen Leuten auftreten. Und ich weise dich jetzt nochmal in das Gespräch von gestern ein. Wir sind fast alle der Meinung, auch die Gründer, dass es nicht mehr so funktionieren wird, dass, ich sag's mal anders, wir müssen das Rängesystem... Digga, willst du mich verarschen oder was? Nein, es tut mir leid, ich war nur kurz aus meinen Augen raus. Mhm. Ach so. Was war denn? Augen raus? Ach, Digga, der hat einfach zu viel, ein Baba zu viel gesmoked. Hat nur einen. Weiß genau, Mann. Ja. Also auf jeden Fall müssen... Hey! Mach die Scheiße auf, Jungs. Hört auf mit dem Scheiß, ja? Doch, weiter. Das kam von dir, verarsch mich nicht. Nein, Digga, von mir kam das nicht. Mhm. Wirklich nicht. So, weiter. Also, wir müssen auf jeden Fall das Rängesystem überarbeiten. Wer für wen zuständig ist... Hey, reißt euch zusammen, ja? Ich weiß, dass du das bist, Digga. Ich weiß, dass du das bist. Ich habe keine JBL-Boxen bei mir. Ich weiß, dass du das bist. Kontrollier mich. Wallabila, kontrollier mich. Ich habe keine dabei. Ja, okay, alles so, klar. So, und der Nächste, der das nochmal anmacht, Digga. Kriegt höchstpersönlich von mir ein Blatt aus. Habt ihr verstanden? Sag mal, ja, wo ist die JBL-Box? Habt ihr verstanden, die kleinen Blitze? Ja, schau nach, Digga. Da ist doch eine dicke JBL-Box. Aha. Perfekt. So, dann spielt doch nochmal die Musik ab. Spiel genau die Musik ab, du Wichser, die gerade lief. Spiel genau die Musik ab, du hast 5 Sekunden. Er war's wirklich? Nein. Nein, deswegen ist, ich bin da für meine Familie. Du kannst gerne abdrücken, aber ich stehe für jeden hier.
Das ist mein Segen. So, mehr gibt's nicht zu sagen. Wollen wir heute nochmal, Frage in die Runde, wollen wir heute nochmal den dicken Raub versuchen zu starten? Oh ja. Welcher Raub? Mit 15 Geiseln. Also. Oder 20 Geiseln. Yeah. Oh. Yeah. Wenn wir Kopfschmerzen haben wollen, dann können wir das mal machen. Wir haben jetzt schon 2 Anläufe benötigt und die haben nicht geklappt. Alle guten Dinge sind 3. Wo machen wir den großen Raub mit 15 Geiseln? Hier oben war letztes Mal nicht so geil. Eigentlich kann man natürlich den Raub auch machen, wo man will. Mahmoud, komm her. In sein Haus. Ja? Wo wollen wir die Geiselnahme machen? Boah, ich habe einen Baba-Spot. wenn du das sagst, hört sich immer schon gut an. Wo denn? Ja, weißt du noch, wo wir Hort einmal eingepackt haben in dem Boot hin? Da hast du man kommt nur einen Eingang rein, einen Eingang raus. Du? Und die Geiseln stellen wir schön in eine Linie und wir sperren das hat alles mit Autos ab. Und aber die können da oben mit dem Heli Leute ablassen und hinten rum können die auch von hinten agieren mit Booten, ne? Theoretisch gesehen. Die haben keine Boote. Hinten sind wir dann mit den Booten und ein paar passen halt auf, weißt du, ein paar stehen halt einfach mit Waffen bereitmäßig und vorne sind dann halt die Geiseln. Also ich finde das richtig geil. Sowieso nicht, weißt du, also da kann keiner auf Dach ausgelassen. Gibt's da kein Dach? Oben ist doch ein Dach gewesen, oder? Ja, ganz ab nur beim Zaun, aber hinten bei den Booten ist gefühlt 1 Kilometer lang nicht ein Dach. Welche Koordinaten waren das nochmal? Das war doch 10.040, 10.041 da, ne? Nee, 10.101. Stellt euch auf. 10.000. Unter diese Bitcoin. Ah, da kann man Bitcoins verkaufen oder so. Mhm. Ja, Chef, hab ich. Das ist für eine Versammlung, Digga. Machen wir einen Raub, Marcel, oder was? Marcel, konntest du schlafen, oder was? Ach so. Nee, ich konnte nicht schlafen, Digga. Ich bin gerade aufgewacht, oder? Boah, vielleicht nur eine kleine Abendzigarette, ja? Nee, keine Zigarette mehr. Jungs, ich konnte nur nicht schlafen, Digga. Ich wollte euch nur eine Sache sagen, Digga. Ich trete offiziell zurück als Vize-Abi und ich bin auch aus Octagon draußen, ja? Ich wollte euch nur Bescheid sagen. Ja. Ich wollte euch nur Bescheid sagen. Ich liebe euch, wirklich. Jeden Einzelnen. Was? Meine große Liebe an euch jeden, wirklich. Ich habe von Tag an... Nee, das ist kein Witz mehr, Digga. Wallabila, so weit. Und nein, hört nur mal zu. Bitte lasst mich doch aussprechen. Seid doch so korrekt, Digga. Danach könnt ihr abfacken oder wie ihr wollt. Mir ist es wurscht, Digga. Ich möchte nur sagen, dass ich wirklich Blut, Fleiß und alles Mögliche hier reingesteckt habe. Und ich lasse mir nicht vorwerfen oder sonstiges, wie die letzten Tage, dass ich süchtig wäre nach Schießen und nur nach Action oder sonst was hinterher wäre. Ich habe mir Mühe gegeben, wirklich Mühe. Und ich sag auch nicht, dass es ohne mich langweilig wäre. Das habe ich nie gesagt, Digga. Macht einfach euer Ding. Ich liebe euch. Ich bin froh, dass ich als Vize-AB so viel mit aufgebaut habe, so gut wie es geht. Aber ich kann das nicht mehr. Ja? Ich möchte hiermit meinen Abschied verkünden, Digga. Ich bin aufs Oktogramm. Nein, und du als Vize-AB. Nein, yo, Mann. Sehr gerne, mach keinen Scheiß. Nein, ich wollte euch nur nochmal gesagt haben, Digga. Ich wünsche euch viel Spaß beim Raub. Jungs, ganz kurz, Digga. Das ist respektlos, bitte. Marcel, darf ich ganz macht den Raub, zieht das durch. Ihr seid auf dem guten Weg, Digga. Kuss, wieder schauen bei Junge. Jungs, ich bin weg. Auf rein. Was soll ich dazu sagen, Chat? ICUUC. Habt ihr den Standpunkt mitbekommen? Wer ist denn da jetzt da hinten noch, Digga? Achso, okay. Habt ihr den Standpunkt mitbekommen, wo wir hinwollen und die Geiselnahme machen wollen? Ich nicht. Nee, aktuell nicht. Ich hab's vergessen. Also der Stand... 10.000. 10.101. In diesem gesamten Bereich, also von 10.100 bis zu 10.101, das ist der Bereich, wo wir die Geiselnahme machen wollen. Und man kann super mit den Booten hinten abhauen beispielsweise, ne? Das ist doch auch da, wo die Waffen verarbeitet werden, oder? Das kann gut sein, ja. Ja, Bitcoin-Händler. Müssen wir ja aufpassen, ja. Ja, das kann gut sein. Das ist gar kein Problem. Mahmoud, stell dich an meine Seite. So, also... Mahmoud wird dafür zuständig sein, euch auch anzuweisen, was Fahrzeuge angeht, was Fluchtmöglichkeiten angeht. Mahmoud ist da euer Ansprechpartner. Mahmoud, willst du dich um die Boote erstmal organisieren, kümmern? Ja, 2 Leute, wer Freiwillige, die Boote fahren wollen, müssen dann die ganze Zeit in den Booten sitzen. Okay, 20 PP passt doch. Okay, dann stellt euch bitte schon mal an die Seite. Das ist der Boottrupp. Dann, Wolfsburg wollte nicht mitmachen, ne? Der hat was zu tun. Genau. Du hast was zu tun, oder was? Ich bin auch nicht. Ja, nicht wirklich, aber ja. Wie, was hast du denn zu tun, du Wichser? Ich wollte heute einen ruhigen machen, Mann. Ja, zu viel kopfig. Den ruhigen mach jetzt. Wie kopfig? Ja, zu viel kopfig, Mann. Rauch dir einen Bonkopf rein und jalla. Ja, das fickt mich noch mehr. Naja. Dann schiebe ich Paras. Also du willst ein bisschen für dich heute sein? Ja, wäre mir ganz recht. Okay, dann zieh durch, Junge. Was soll ich ins Schlafzimmer gehen? Oh, rein, was kann ich? Nein, Mann. Jungs, kann ich einmal ganz kurz was sagen? Das hat gerade nichts mit der Aktion zu tun. Ja. Ich hatte ein Gespräch gestern mit Bitcoin und
wurde erlaubt, dass wir einfach so tagsüber auf der Kokainroute arbeiten und fahren dürfen. Also wenn ihr früher hier seid und nichts zu tun habt, könnt ihr gerne auf der Koksroute arbeiten gehen. Also habe ich mit ihm abgeklärt. Warum jetzt auf einmal? Wie gesagt, das klären wir halt später, aber wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall erstmal auf der Koksroute arbeiten gehen, damit ihr Bescheid wisst. Wer möchte sich um Geiseln kümmern? Ausschließlich um Geiseln. Wir müssen noch mehr machen. Mhm. Nein, vier reichen. Ich mach das schon. Ich organisiere das schon. Karl, mach mit Lisa, Jimmy und so. Normal gerne. Ich hab dir nur gerade ja schon gesagt, ich muss in einer halben Stunde weg. Ja, dann geh jetzt schon bitte aus der Reihe. Ja, dann. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Abend da. Ja. Okay, Uwe, wenn du sagst, dass du das machst mit den dreien, dann pass doch. Okay, dann die Geiseln machen, stellen sich zu der Seite. Olaf, wie viele brauchst du? Je mehr, desto besser. Unter 15 will ich gar nichts sehen. Okay, wer von euch kann hier fliegen, die hier noch stehen? Ich kann fliegen. Rick kann gut fliegen. Ja, ich kann sehr gut. Okay, dann Rick und ich, wir holen dann Helis. Zwei Helis haben wir dann noch. Du musst. Und der Rest. Du musst aber die Boote. Boote. Mit dem Heli fliege ich zu den Booten, pack die aus und dann fliege ich weiter dorthin. Okay. Ja, dann haben wir Helis, Boote, Geiseln. Fertig mit. Also, Rick, komm mal her, bitte. Stell dich zu Mahmoud. Dann kümmerst du dich darum. Olaf, ich will gar nicht dazwischen funken. Es tut mir mega leid. Aber was machst du auch gerade? Ja, es tut mir mega leid, aber Karl und wie heißt er, Harley, die müssten noch eingestellt werden. Ja, das mache ich gleich. Okay, easy. Dann will ich gar nicht weiter stören. Wir brauchen noch Leute, die auch BFs und Fahrzeuge dahin bringen. Die stehen ja alle da vorne schon bereit. Wer möchte das von euch machen, die Fahrzeuge dorthin fahren? Ich fahr die hin. Fahrt ihr zu dritt die Fahrzeuge und Isro und ich sind vor Ort und checken die Örtlichkeiten. Ja. Okay, let's go. Und ganz wichtig, die einzigen, die funken, ist 20. Mahmoud, Sepp und Agatha. Habt ihr es verstanden? Das sind vier Leute, die funken. Alright. Risiko, ja, Bruder, komm. Cousin, einmal direkt zum Helikopter und dich bei Mahmoud und 20 anschließen. Yalla. Jungs, ich will nach Schlafen. Ich weiß nicht, wie mein Auto her. Achso. Okay, geh wieder schlafen. Gut. Ey, Cousin. Komm, lass mich einmal. Ich seh natürlich zu. Olaf, ich muss, glaube ich, auch powernetten. Dann lass kurz powernetten. So, ich hoffe. So. Lass da mal zu dem Gebiet fahren und mal auskundschaften, was man machen kann und was nicht. Funkcheck, kann mich jeder hören? Ja, völlig. Also ich finde es vernünftig, dass ihr euch jetzt organisiert und auch weiterhin im Funk miteinander kommuniziert. Die Leute, die aber am Rumfunken, also später, wenn die Geiselnahme gestartet ist, bitte nur die vier Leute, die ich gesagt habe, dann auch wirklich wichtige Sache funken. Jetzt ist das ja bei der Organisation klar, dass jeder funken muss. Ja, perfekt, danke. Ja, alles klar. Danke für die Zustimmung. Gruß und Kuss. Alles gut. Danke dir. Danke euch. Danke. Halt mal hier an. Ich weiß nicht. Ich lufe dich danach aber an, weil wir sind gerade mitten in Laufdingsplanung. Wir müssen hier weg. Okay, ich schleib dir und lufe dich dann an. Hau rein. Ja, dann macht einen ruhigen, redet mit denen oder so. Weißt du, beruhigt die Situation. Was wollte Oleg? Er hat gefragt, ob er Bloodhout hat, aber hat er schon? Nein. Du kannst, ruf Oleg an und sag, weil er lange Zeit inaktiv war, haben wir ihn erstmal rausgenommen. Wenn er jetzt wieder aktiv am Start ist, kann er wiederkommen. Okay, ich wusste das nicht. Wo ist ein guter Ort für die Geiseln? So, hier könnten wir die alle eigentlich hin tun. Und dann hier draußen halt zwei Wachen. Warte mal. Und dann können die den Scheiße bauen. Ja, also man hat nur zwei Eingänge. Ja, das ist sehr gut. Und die Leute können hier auch gut patrouillieren. Ja. Ja, das hört sich gut an. Das ist der Raum, wo wir sie reinbringen. Okay. Funkcheck. Wir haben auch den passenden Raum, wo wir die Geiseln verfrachten werden. Solltet ihr hier ankommen an der Location und Geiseln haben, bitte einmal durchfunken. Dann nehmen ich und Isko die entgegen. Ja, wir hatten gerade Probleme hier mit den Cops. Die haben Uwe durchsucht und seine Waffe konfisziert. Der hat jetzt Handschellen an, deswegen wir müssen jetzt mal schauen. Was, wollen sie in den Knast stecken oder was? Nee, sie haben ihm nur seine Waffe weggenommen und Handschellen angelegt und dann stehen lassen. Wie viele Personen sind noch vor Ort? Die sind alle weg. Es ist keine Polizei mehr. Handschellen sollten nach 10 Minuten sich von selbst lockern. Genau, die Handfesseln lösen sich nach der Zeit. So, jetzt Funkstelle. Einmal Ruhe. So, Bundeswehr ist bei uns vorne an der Tür und meinte, irgendein Uwe von euch hat freiwillig die Waffe der Bundeswehr gegeben. Keine Ahnung, was Uwe da versucht hat. Also, wo ist der jetzt? Ist er jetzt im Gewahrsam oder? Der ist zur PD gelaufen. Hä? Uwe steht noch am Wüsselfahren, glaube ich. Ja, pack den einfach ein und weg von den scheiß Cops oder von der Meeting Point. Wieso hat der freiwillig die Waffe gegeben? Verstehe ich nicht, Digga. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los war. Die meinten schon zu uns, warum seid ihr so dumm und gibt einfach die Waffe ab. So, keine Ahnung, Alter. Ey, Olaf! Ich muss die Waffe abgeben, damit unsere Mission nicht gefährdet wird. Ich wollte ja jetzt keine Schießerei machen oder so. Ich glaube, mit den Gräben wieder alles gut. Alles entspannt. Kümmert euch, dass der Plan aufgeht. So, lass sie hier mal raus. Okay, alle aussteigen.
Ach nee, Wer hat Kabelbinder? Warte, ich nehme sie dir. Ich hol dich schnell raus, ja? Ich zähl nie wieder am Würfelpack. Digga, nein. Was denn? Ach, Digga, egal. Soll ich nochmal los? Nee, ja, auf jeden. Okay, dann lasse ich die hier bei dir und dann setze ich mich nochmal. Stellt euch alle hier an den Pfeiler, dahin, los. Hört, was er sagt, sonst seid ihr garantiert tot, ja? Wurdet ihr schon durchsucht? Ja, wir haben ihn alles abgenommen. Handy, GPS, Funkgerät hatte, glaub, keiner dabei. So, kommt mit, folgt mir. Einmal die Treppen hochgehen. Und wo sind die? Ich sehe keinen. Jungs, wie sieht's aus bei euch? Ja, wir packen gerade 3 Geiseln wieder ein. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 6 müssten das dann sein, mit den 3, die ich gerade hingebracht habe. Einmal hier in die Tür reingehen. So, weiter. Rechts in den Raum rein. Oh, Scheiße. Oh, was? Gehört der zu euch? Ja. Oh. Der hat aber keine Maske auf. Der kann auch reden. Hallo? Ey, ihr Wichser, wie ist euer Name? Kevin aus Kreuzberg. Okay, verpiss dich, du Huren. Alter. Irgendwelche Anweisungen, Mammut? Was hast du denn für hässliche Haare? Wer? Ja, du, der so doof fragt. Ich hab coole Haare, Alter. Was ist los? Du hast gar keine. Ey, lass meinen Kollegen in Ruhe, okay? Ja, alles gut, sorry. Der hat aber gar keine Haare, der wollte mich nicht mehr machen. Der sieht auf dem Kopf so aus wie ich am Schwanz. So, ihr bleibt hier drinne. Macht's euch. Bequem. Macht keine Faxen. Soll ich euch nochmal durchsuchen? Oder ich hab noch ein Funkgerät. Herr Entführer, könntest du mir vielleicht die Kabelbinder noch abnehmen, dass ich mich hinsetzen kann? Selbstverständlich. So, du. Dankeschön. Du gibst mir jetzt deinen scheiß Golfschläger noch. Ich hab auch noch. Okay. Steck den O-Punkt zu. Ist klar. Ja. Schusssichere Weste hätte ich auch noch. Hab ich selber, danke. Benötigt. Okay. Stell du dich an die Wand. Genieß den Ausblick. Sieht super aus. Schön. Üblich. Ein Sonnenuntergang. Ey, Mann, jedes Mal. Stell dich zu den Kollegen in Schwarz. Kevin, komm zu mir bitte. Dreh dich mit dem Rücken zu mir. Bitte mit Zuckerregeln nicht weg. Nein. Du legst mir gleich auf deinen Boden oder auf den Boden deinen Schläger, dein Brecheisen, dein Funkgerät, deine Kabelbinder und deine Einwegscheren. Okay. Olaf, hörst du mich? Okay. Ja, ich höre dich. Es kommen neue Geiseln, nimmst du die entgegen? Weil ich bin hier im Boot. Ja, ich nehme die entgegen, aber leider hat die liebe Agatha sich nicht darum gekümmert. Die haben alle noch was stecken. Die haben alle noch was stecken? Achso, okay. Gut. Und dein Funkgerät legst du auf den Boden oder gibst es mir auch noch? Hast du mir schon gegeben? Nee. Gut, alles klar. Dann stell dich bitte zu den anderen rüber. Ihr könnt euch unterhalten, ihr könnt euch hier frei bewegen. Solange ihr in den Raum drinnen bleibt, passiert euch nichts. Ich habe euch bewusst keine Kabelbinder angelegt. Okay, schön, Helikopter. Ihr könnt natürlich auch trinken und essen, wenn ihr möchtet, ne? Alles klar, danke. Gut, jo. Check. Ja. Kannst du hier kurz einmal oben vor den Geiseln stehen bleiben hier an der Tür? Dann nehme ich die anderen. Klar, dann nicht. Habt ihr schon gestanden? Sind alle durchsucht? Komm gleich an, wenn du schnappst den Auto. Oh Mann, wie schaut's aus mit dem ganzen Spaß hier? Wir kommen noch mit 2 weiteren Geiseln. Eine Geisel davon ist tatsächlich ein Kopf. Ich glaube, dann sind wir schon sogar, dann sind sogar 15. Wo sollen die hin? Habt ihr die alle durchsucht? Ja, aber die müssen, also warte mal, der eine muss noch seine Sachen ablegen, der jetzt noch anhat. Warte, lass mich mal kurz gucken. Ich hab keine Scheren mehr. Ich mach das. Okay, soll ich neue holen? Nee, warte. Ja, guck nochmal, dass du 2-3 holst. Ja. Ihr bleibt hier jetzt alle stehen. Nicht so weit, ne? Du legst mir nochmal deine Kabelbinder auf den Boden und deine Einwegscheren. Hier ist die Geburtstagsfeier von Detlef. Der Typ denkt, das oder du steckst sie Mr. O zu. Mir ist es egal. Ach, ich alles gut, ich leg schon ab. Ey, bleib stehen da, Kollege. Stellt euch mal ein bisschen zur Seite, bitte. Du legst mir das Funkgerät auf den Boden, den GPS-Chip, das Handy, die Kabelbinder und die 14 Cola. Oder gib mir, ich lasse dir auch noch was, gib mir 10 Cola. Also, ja, Digga, kannst auch alles haben. Nee, du brauchst ja selber noch was zum Trinken. Du kannst das alles Mr. O zustecken. Hey, du bleibst da stehen. Hast du das verstanden? Ich kann noch was hinlegen, alles cool, Till. Ey, ich kann dir nicht zustecken, was? Leg alles auf den Boden. Okay, Olaf, dann lass dich einmal nach da vorne stellen. Und Mr. O, ich muss Ihnen mal ganz dringend was sagen. Wir haben da einen Kopf als Geisel, ne? Außer die kann man auch eventuell versuchen. Sehr gut. Bring die beiden schon mal oben in das Bitcoin-Zimmer. Okay, folgt mir. Ey, Kali schießt auf Chito, der ist am Ende. Oh. Ist das deren Ernst? Das ist Hanger. Fick sie, schießt auf die Dinger. Schlachtet sie ab. Die schießt auf mich. Oben ist einer, glaube ich, oder? Wer ist das da oben? Jungs, wer schießt da drauf? Braucht ihr Hilfe? Nein, bleibt bei den Geiseln. Ey, wir müssen alle nach oben uns verschanzen, glaube ich. Mahmut, lebst du noch? Mahmut war auf Dach, glaube ich. Haben wir rein zufällig noch einen Heli hier? Ist Mahmut noch am Leben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er noch im Kopf, weil er so lange hier oben chillt. Ich telefoniere mal ganz kurz. Haltet die Augen und Ohren auf. Das kann doch nicht sein, Digga, dass die ganze Planung jetzt für den Arsch ist. Die schießen auf mich. Die einen flecken mich. Jo, alles gut. Ey, Jungs, entspannt euch. Nicht schießen. Ach, Digga. Also wirklich, was für Söhne. Ach,
Digga, scheiß auf euch. Bitte sag mir Bescheid. Ja, Jimbo, wir haben nicht gesehen, dass du dir ein Ohr hattest. Ach, Digga, ist scheiß drauf, ey. Wenn ihr könnt, geht am besten irgendwo rein. Scheiß drauf, also wirklich. Oder chill doch mal die Schuhe. Sollen wir die Geißen abknallen? Einer schon, einer schon. Pass auf. Da haben wir nichts von, So, Chat, ich zieh direkt durch. Kuss, nur Liebe in den Chat, Monte L. Lasst euch gut gehen. Jalla.